Guten Morgen, Leute. Es ist halt literally gerade, warte, lass mich kurz schauen. Es ist jetzt 5.42 Uhr. Tendenziell. Genau. Wir haben es jetzt auf jeden Fall 5.42 Uhr und wir sind jetzt auf dem Weg, also ich und mein Freund, und holen unseren Hund ab. Also wir haben jetzt schon mit der Verkäuferin schon extrem lange geschrieben, schon eine Woche und so. Aber da der Hund etwas außerhalb kommt, müssen wir den halt abholen. Deswegen habe ich auch schon die Transportbox dabei und alles. Und wir haben jetzt wirklich nur das Nötigste geholt. Wir fahren ja jetzt 5 Stunden hin und wieder 5 Stunden zurück. Aber es wird sich definitiv lohnen. Und ich werde mich wieder melden, wenn wir im Zug sind oder am Bahnhof oder so, da, wo es sich lohnt zu vloggen. So Leute, also ich bin jetzt hier am Bahnhof und unser Zug kommt, also der Zug steht schon dort, aber ich warte jetzt noch kurz auf meinen Freund und das Geld ist auch schon da, yes, oh mein Gott, also wir bezahlen den Hund halt praktisch bar, also wir haben halt schon eine Anzahlung überwiesen und jetzt machen wir den Rest bar und irgendwie fühlt sich das so unsicher an, mit so viel Bargeld rumzulaufen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also ich persönlich tue halt nie Geld abheben, einfach weil ich voll Angst habe, dass es mir geklaut wird oder dass ich es auch verliere. Und jetzt mit so viel Bargeld rumzulaufen, fühlt sich das irgendwie komplett falsch an. Aber naja, ich werde jetzt auf jeden Fall fahren und dann sind wir schon gleich im Zug. So, kleines Update. Wir sind jetzt, wie ihr sehen könnt, im Zug. Und soweit alles super. Wir müssen jetzt halt insgesamt 5 Stunden fahren. Das hatte ich ja, glaube ich, gerade eben schon mal gesagt. Wenn nicht, wir müssen auf jeden Fall 5 Stunden fahren. Ich mache es trotzdem sehr gerne. They really want to try me today. But ja, auf jeden Fall, wir sind jetzt im Zug und ich bin schon, ich weiß gar nicht wohin irgendwie mit meinen Gedanken. Deswegen. Kleines Vlog-Update. Wir sind jetzt in einem zweiten ICE, wo wir jetzt nochmal 2 Stunden fahren und dann sind wir aber bei dem Ort, wo wir den Hund abholen werden. Und die Frau ist auch so nett und wird uns den Hund auch dorthin bringen zum Bahnhof. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass wir es gleich geschafft haben. Und ich muss so dringend auf Toilette, das ist schon nicht mehr witzig. So Leute, wieder mal aus der Toilette. Kleines Update. Wir sind gleich da. Wir sind in ungefähr 10 Minuten sind wir da. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt wie heute. Es ist einfach ein Traum, ein wirklich Kindheitstraum, der jetzt in Erfüllung geht. Und Leute, wirklich, wenn ihr euch etwas wünscht, dann wartet einfach. Weil das Ding ist halt, manchmal gehen Wünsche auch erst in ein paar Jahren in Erfüllung und das ist halt jetzt bei mir der Fall gewesen. Ich habe halt diesen Hund schon seitdem ich ein kleines Kind bin gewünscht und jetzt mit 20 Jahren bin ich erst in der Lage auch überhaupt mir diesen Wunsch zu erfüllen, sowohl finanziell als halt auch von meinem Lifestyle her. Deswegen, Leute, ich bin so aufgeregt, ich kann nicht mehr warten! So Leute, also wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt gerade in Freiburg. Und yes, also oh mein Gott, ich bin schon so aufgeregt, also wirklich so aufgeregt. Wir gehen jetzt dorthin, wo wir uns treffen wollten. Und dann haben wir gleich unseren Baby. If I had known then, or what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own sometimes.
sometimes what's right is wrong instead. Cause I was too young and I didn't understand that you. Also, wir haben jetzt unseren kleinen Schatz abgeholt und er ist wirklich so brav. Ich hatte mega Angst, dass der irgendwie uns nicht mag oder so, aber der ist richtig aufgeregt gewesen. Oh Gott, wie er weglaufen wollte. Und natürlich ist er traurig wegen seiner Mama, aber im Großen und Ganzen, hallo. Ist eigentlich wirklich, wirklich sehr brav und läuft auch mit und ist wirklich einfach ein Schatz, also wirklich ein Engel. Und ja, bisher hat alles geklappt, aber ich werde jetzt nicht mehr so viel vloggen. Ich werde mich heute Abend melden, wenn wir zu Hause sind, weil erstmal ist die höchste Priorität natürlich jetzt auf den Hund aufzupassen und ihn gut nach Hause zu bringen. Nochmal sechs Stunden Fahrt vor uns. Take care of your dogs. Also Leute, kleine Storytime und ein little mental breakdown. Und zwar, wir mussten halt von Freiburg umsteigen. Nach, ich weiß gar nicht mehr wohin, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, also da von Freiburg sind wir halt so eine Stunde gefahren und da mussten wir halt umsteigen und wir hatten halt 10 Minuten Zeit und natürlich hatte der Bus 8 Minuten Verspätung, das heißt, wir hatten 2 Minuten, um umzusteigen. Wir sind gelaufen, natürlich alles safe, also dem Hund geht's gut und alles mögliche, der ist in der Box, da ist nichts passiert, aber ich bin echt erstaunt, wie viele gute Menschen es noch gibt, also ein Mann, der hat das wahrscheinlich mitbekommen, der hat uns die Tür aufgehalten von dem Zug. Was so nice ist, weil nicht mal eine Millisekunde später ist es halt zugegangen und dann habe ich das einem anderen Mädchen offen gehalten. Weil ich finde halt auch einfach, man muss sich gegenseitig unterstützen und vor allem in so Stresssituationen handeln Menschen ja immer sehr schnell unbedacht und egoistisch. Aber ich fand das sehr, sehr toll, dass dieser Mann uns wie gesagt geholfen hat. Und ja, wir sind jetzt nochmal umgestiegen. Das ist jetzt unser zweiter Umstieg. Wir haben noch 2 weitere vor uns. Da fahren wir jetzt nach Stuttgart und dann von Stuttgart nach Nürnberg und von Nürnberg dann nach Regensburg. Und ich finde es voll lustig, Fun Fact am Rande. Ja, ich wohne jetzt in Regensburg. Ich wohne nicht mehr in Berlin. Und voll viele Leute glauben das nicht. Aber ja, ich wohne in Regensburg. Hey Leute, kleines Update, also die Bahn streikt halt einfach, also so mitten auf dem Weg, wir waren gerade auf dem Weg nach Nürnberg und auf einmal meinen wir so, ja, wir müssen kurz also Notfall halten und ja, es ist halt einfach mega crazy, weil wir jetzt literally, also ich hier unten, das ist so mein Hund und wir wollten einfach nur schnell nach Hause, damit er sich einleben kann. Und jetzt ist es halt bestimmt voll die Horrorerfahrung für ihn. Es ist halt einfach so scheiße, weil literally einfach die Bahn streikt. Und wir müssen jetzt irgendwie mit irgendwelchen Ersatzbussen nach Nürnberg fahren. Und von Nürnberg mussten wir auch nochmal eine Stunde nach Regensburg fahren. Also das ist echt mega crazy hier, was hier gerade abgeht. Okay Leute, viel zu overdramatic. Aber anscheinend ist jetzt wohl der Bus da. Oh mein Gott, das Bitch, ja, er ist da. Leute, wirklich, ich raste sowas von aus. Mein Leben ist am Ende. Also Leute, kleines Update. Ich hoffe, man hört mich. Auf jeden Fall, wir sind jetzt im Bus nach Arnsberg. Und von Arnsberg sollten wir wohl anscheinend nach Nürnberg kommen. Und von Nürnberg kommen wir nach Hause. Nach Arnsbach, nicht Arnsberg, Arnsbach. Genau, und ich hoffe, dass wir das jetzt schnell dorthin schaffen. Denn unser Kleiner kann halt auch nicht mehr lange, man merkt das. Wir mussten ihn aus die Box nehmen und er konnte einfach gar nicht mehr. Deswegen ist es so grausam. Im Endeffekt ist alles ruhig verlaufen, jetzt nichts Hektisches, außer dass ich gerade gelaufen bin, aber da war halt der Hund nicht dabei. Aber trotzdem, man merkt halt, er will jetzt endlich mal ankommen und das wollen wir halt auch. So Leute, jetzt noch mein kleines ruhiges Update. Wir sind jetzt in Ansbach. Ansbach, genau, in Ansbach, oh. Und ja, uns hat hier halt ein Sonderbus abgestellt und uns wurde gesagt, wir können halt von hier aus mit einer S-Bahn nach Nürnberg fahren. Die S-Bahn streikt jetzt auch und anscheinend, man munkelt, man will es vielleicht wissen, man weiß es nicht, gibt es einen Bus, der von hier nach Nürnberg fährt. Man munkelt ja auch, dass es mehr Jungfrauen gibt. Wisst ihr, wie ich meine? So, das bringt uns halt nicht weiter. So, wo ist der Bus? So, wir brauchen den Bus jetzt. Egal.
Parallel haben wir schon, als wir losgefahren sind mit dem Bus, sind wir 20 Minuten gefahren, haben wir schon unsere Familie geschrieben, wir werden jetzt abgeholt, wir warten jetzt hier nochmal so 50 Minuten und dann geht es auch gleich endlich hoffentlich ins Auto und dann nach Hause und dann werden wir wahrscheinlich so gegen, keine Ahnung, 12:30 zu Hause ankommen, obwohl wir eigentlich um 20:40 ankommen sollten. Naja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Tag. Aber gönnt euch dieses Bild. Das Einzige, was mir literally noch Hoffnung gibt, ist mein Hund und mein Freund. So Leute, oh mein Gott, es ist jetzt eine Woche später. Ich bin jetzt hier und komm hoch. Und guck mal, wer da ist. Wir haben uns schon eigentlich relativ gut eingelebt. Er ist wirklich super verspielt, super süß. Und ja, ihr habt das ja selber gesehen, also diese ganze Zeit, also die ganze Fahrt und alles, das war so crazy. Also wirklich, wir sind dann mit dem Auto abgeholt worden, das hatte ich ja gesagt. Und ja, wir sind direkt ins Bett, wir haben auch den nächsten Tag. Das Gute war, dass Freitag war, mein Freund hatte frei, ich auch. Das heißt, wir mussten dort nicht arbeiten, das heißt, wir konnten ausschlafen. Der kleine Mann hier ist auch sehr frech, ne? Du bist sehr frech. Und sehr verspielt, aber der schläft auch super lange. Ja, es hat alles super geklappt. Also er hat sich gut eingelebt. Er freut sich auch immer, wenn ich von der Arbeit komme. Und ja, generell, glaube ich, hat er es gut überstanden. Aber er will halt immer noch spielen. Er ist halt noch ein Welpe. Er ist 4 Monate alt. Und er will halt spielen. Das heißt, so dieses Beißen und so dieses leichte Beißen, das ist halt komplett normal. Das muss man dir aber abgewöhnen, ne? Das muss man dir abgewöhnen. Ne? Ja, aber ansonsten hat alles super geklappt. Es tut mir auch sehr leid, dass ich jetzt praktisch die ganze Woche praktisch nicht gevloggt habe. Das tut mir wirklich, wirklich sehr leid. Ach, wie ich aussehe, meine Haare so trashig. Ja, aber ich habe jetzt auch wieder angefangen. By the way, ich habe den Job bekommen, you know. An alle Leute, die sich gefragt haben, ich habe den Job bekommen. Und ja, ich arbeite jetzt in einer super, 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 super tollen Firma. Und fühle mich da super wohl. Es ist alles richtig toll. Und ich gehe super gerne zur Arbeit. Und es passt auch von den Stunden sehr gut mit meinem kleinen Bibi hier. Mit Bibi. Ja. Aber ansonsten gibt es jetzt nichts weiteres. Das war es jetzt mit dem sozusagen Corgi-Vlog. Hat ihr doch alles ein gutes Ende gefunden, oder? Hey, hat es ein gutes Ende genommen? Ja! Yeah! Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wir beide wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Juhu, Bibi! Okay, dann verabschieden wir uns. Tschüss!